Hallo, es ist Montagmorgen. Ich bin unterwegs nach Beriken, einer der schönsten Tage im Monat Juli. Und ich bin unterwegs zu einem Gewinner von meiner Verlosung im Monat Juni bei miete-einen-fahrer.ch. Der Gewinner, der hat 3 Pässefahrt gewonnen. Und die machen wir jetzt heute. Er heisst Marco Bugmann und wie gesagt in Beriken, Kanton Aargau. Und dorthin bin ich jetzt unterwegs. Bin etwa 2-3 Minuten dort und holen dann ab. Und dann fahren wir den ganzen Tag über viele schöne Berge. Wie man hier sieht, wir sind jetzt auf dem Grimselpass. Das ist der zweite Pass, den wir gefahren sind unterdessen. Wir sind über den Sustenpass und jetzt sind wir am Grimselpass hinten runter. Wenn wir da hinten ein bisschen runter schauen, geht das Loch ab. Und im Hintergrund sieht man hinten die Furkastrasse, wo man wieder auf den Furkenpass geht. Die fahren wir heute nicht. Wir fahren dann auf den Pass. Das sehen wir dann nachher. Das ist jetzt unser Sieger. Das ist unser Gutschli auf dem Weg Nufenepass. Für die, die nicht wissen, der Nufenepass, der geht vom Wallis ins Tessin nach Airolo und von dort geht es dann weiter Richtung Gotthardpass. Und wie überall in den Schweizer Alpen, Töfffahrer. Und der ganz offen ist, wie die Kräne. Oder nein, das sind Windräder. Ja, das sind So, jetzt sind wir auf dem Nufenepass angekommen. Das ist 2000 irgendetwas Meter hoch. Einer der höchsten Pässe in der Schweiz. Tolle Gegend. Ich muss gestehen, ich bin das erste Mal hier auf dem Nufenepass. Es ist von hier hat es ein kleines See, das man hier sieht.
schönes Denkmal. Auch nochmal eine Premiere in meinem filmerischen und fahrischen Leben. Das erste Mal fahren wir jetzt die alte Tremo. Passstrasse auf der Gotthard rauf, nur der Besetzungsstein. Eine sehr traditionelle Straße. Früher hat man das mit dem Postauto, mit der Postkutsche gemacht. Und jetzt probieren wir das mal mit unserem Prius, ob das auch aber schafft, bis auf die Passhöhe vom Gotthard. Also wie das so ist im Leben. Eigentlich haben wir die Remolo-Straße, die man hier hinter mir sieht, wollen fahren, haben leider den richtigen Einstieg oder respektive die Abzweigung verpasst. Wir stehen jetzt schon fast auf dem Gotthard und schauen die Remolo von oben an, das ist hinter mir. Und hier neben mir ist auch einer von diesen berühmten roten Rahmen von Switzerland Tourismus, gehören zu der Grand Tour Switzerland. Sie ist oben angeschrieben, der Evola, und das ist eben die alte Straße, wo noch Postkutschen drüber gefahren sind. Wenn man die richtige Abzweigung findet.